Das Orgelporträt. Die Walker Orgel in Fränkisch-Krumbach. Fränkisch-Krumbach ist eine Gemeinde im südhessischen Odenwaldkreis mit rund 3100 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Ort liegt im hessischen Teil Frankens, genauer im vorderen Odenwald. Nachbargemeinden sind Brenzbach im Norden, Reichelsheim im Süden sowie Lindenfels und die Gemeinde Fischbachtal im Westen. Die älteste urkundliche Erwähnung als Krumbach datiert aus dem Jahr 1148. Seit 1822 ist die Namensform Fränkisch-Krumbach in Gebrauch. Bis zum Reichsdeputationshauptschluss 1806 gehörte der Ort als Herrschaft Krumbach zur Rodensteiner Mark und war zunächst im Besitz der Herren von Rodenstein, die sich vor der Erbauung der Burg Rodenstein die Herren von Krumbach nannten. Nach deren Aussterben gegen Ende des 17. Jahrhunderts kam Fränkisch-Krumbach zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, die 1806 im Großherzogtum Hessen aufging. Neben der wildromantischen Ruine der Burg Rodenstein, etwas außerhalb des Ortes, ist die evangelische Pfarrkirche St. Laurentius sehenswert. Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut und erhielt 1485 einen Turm und einen spätgotischen Chor mit Rippengewölbe. Bemerkenswert sind die zahlreichen Grabdenkmäler der Herren von Rodenstein. Das Epitaph von Hans dem Älteren von Rodenstein gehört zu den bedeutenden Werken der deutschen Spätgotik. Auch die Orgel ist höchst bemerkenswert, auch wenn sie fast das jüngste Ausstattungsstück der Kirche sein dürfte. Sie wurde 1866 von dem berühmten Eberhard Friedrich Walker aus Ludwigsburg erbaut und ist vollständig im Originalzustand erhalten. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das soeben verklungene Choralpräludium von David Hermann Engel ließ uns das klangprächtige Plenum dieser bemerkenswerten Orgel hören. Der 1816 geborene Engel war ein Schüler des großen Adolf Hesse und amtierte ab 1848 als Organist am Merseburger Dom. Von seinem Lehrer Adolf Hesse folgt nun ein Andante. Der Zeit seines Lebens in Breslau wirkende Hesse, dem man damals den Beinamen der Schlesische Bach gab, war einer der einflussreichsten und besten Organisten der deutschen Romantik.
Eberhard Friedrich Walcker wurde 1794 als Sohn des Orgelbauers Johann Eberhard Walcker, der 1780 in Cannstatt seine Werkstatt gegründet hatte, geboren. 1820 überführte er die Firma nach Ludwigsburg, dem langjährigen Firmensitz. Eberhard Friedrich Walcker gilt als der bedeutendste deutsche Orgelbauer des 19. Jahrhunderts. Sein erstes bedeutendes Werk war die 1833 vollendete Orgel in der Frankfurter Paulskirche mit 74 Registern, die international Beachtung fand und viele Bewunderer nach Frankfurt zog. Zu Walkers epochemachenden Innovationen im Orgelbau gehören die Perfektionierung und Verbreitung der Kegellade, eine für die deutsche Orgelromantik stilbildende Dispositionsweise und die Einführung des Jalousieschwellers in Deutschland. Das Unternehmen expandierte rasch. Große Orgelwerke entstanden in rascher Folge. Nur einige Beispiele in stichpunktartiger Aufzählung. 1839, Stiftskirche Stuttgart, 74 Register, 1944 zerstört. Im selben Jahr Sankt Petersburg in Russland, 63 Register, ebenfalls nicht erhalten. 1847, Kilianskirche Heilbronn, 50 Register, 1944 zerstört. 1855, Kathedrale in Zagreb in Kroatien, 52 Register weitgehend erhalten. 1857, Ulmer Münster, 100 Register. Im selben Jahr Frankfurter Dom, 51 Register, beide nicht erhalten. 1863, Boston Music Hall, 89 Register, umgebaut erhalten und so weiter. 1866 wurde dann als Opus 223 jene Orgel mit 11 Registern in Fränkisch-Krumbach erbaut, die als eine der ganz wenigen Orgeln des großen Eberhard Friedrich Walcker hier im Odenwald völlig unverändert die Zeiten bis heute überdauert hat. 1854 bereits traten seine Söhne Heinrich und Friedrich in das Unternehmen ein, das fortan unter Eberhard Friedrich Walcker und Kompanie firmierte. Später kamen die übrigen drei Söhne dazu, Karl, Paul und Eberhard, die dann das Unternehmen nach dem Tod Eberhard Friedrich Walkers 1872 bis 1916 gemeinsam führten. Danach wurde der 1869 geborene Oskar Walker, Sohn von Friedrich, Alleininhaber des Unternehmens. Er übernahm fast gleichzeitig die Firma Sauer in Frankfurt an der Oder und wurde zum wahrscheinlich bedeutendsten Orgelbauer Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Orgelbaufirma Walker in Ludwigsburg gehörte über Jahrzehnte zu den größten und renommiertesten weltweit. Auch heute noch besteht das Unternehmen weiter, nach einer Insolvenz 1999, allerdings in veränderter Form. Gerhard Walker-Meyer hat sich in Kleinblittersdorf bei Saarbrücken hauptsächlich auf die Restaurierung von Orgeln der Romantik spezialisiert und Michael Walker-Meyer wirkt in Gundramsdorf in Österreich. Darüber hinaus besteht die Walker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Studien, die sich heute verstärkt darum bemüht, dass die Orgel neues Interesse in der Gesellschaft findet. Hören wir nun die wunderbaren romantischen Grundstimmen der Walker-Orgel in Fränkisch-Krumbach in einem Vorspiel des 1816 geborenen königlichen Musikdirektors und Berliner Domorganisten Hermann Küster.
Die 1866 erbaute Walker-Orgel in Fränkisch-Krumbach besitzt einen dreiteiligen Prospekt sowie mechanische Kegelladen. 1971 wurde sie letztmals durch die Firma Förster und Nikolaus in Lich restauriert. Doch ist eine erneute Überholung in nicht allzu ferner Zukunft geplant. Das bis zum dreigestrichenen F ausgebaute Manual besitzt folgende Stimmen: Prinzipal, Gedakt, Viola di Gamba und Salizional 8 Fuß, Oktav und Flöte 4 Fuß, Quint 2/2 Drittel Fuß, Oktav 2 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Im Pedal mit einem Umfang bis zum eingestrichenen D finden wir Subbass 16 Fuß und Violonbass 8 Fuß. Dazu kommt eine Copula zum Pedal. Als eine der ganz wenigen völlig unverändert erhaltenen Instrumente ihres Erbauers ist sie von größtem Wert, nicht nur für die lokale Orgellandschaft im Odenwald. Kleine Orgel eines großen Meisters. Doch kommt man dem ursprünglichen Klang und dem ursprünglichen Spielgefühl einer Walker-Orgel der ersten Generation vermutlich nirgendwo so nahe wie in der Kirche der beschaulichen Odenwaldgemeinde Fränkisch-Krumbach. Zwei kleine Werke eines anderen Großen seines Fachs, nämlich nochmals aus der Feder von Adolf Hesse, mögen dieses Orgelporträt beschließen.